Hallo, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es vielleicht, oder ich glaube, also man weiß es auch vielleicht, wenn ihr up to date seid und mir auf Twitter, Instagram folgt, folgt mir jetzt unbedingt ein, weil es lohnt sich wirklich. Ich befinde mich gerade nicht zu Hause, Leute. Ich bin momentan in Korea. Und ich habe mir eine Menge Gedanken gemacht, was kann man eigentlich in Korea für nicen Content machen und wofür steht überhaupt Korea? Und dann ist es mir eingefallen, Leute. Es hat mich quasi überschwemmt. Es ist quasi wie ein Flashback, ob ich zurückgekommen. Korea steht für unglaublich geisteskranke Mangas, unglaublich verrückte K-Pop-Videos, unglaublich durchgeknallte Männchen und extrem gestörte Videos. Und deshalb dachte ich mir, Leute, wäre es doch schön, wenn wir uns gemeinsam mal die Trendpage in Korea angucken. Ich war bis dato echt noch nicht drauf, Leute. Das ist gerade meine Startseite, wie ihr sie sehen könnt. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz auf den Trending-Tab und ich reagiere gemeinsam mit euch auf den Trending-Tab. Warum bin ich jetzt... das ist ja der deutsche... Derzeit belebt in Südkorea. So, Leute, jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Schauen wir doch einfach mal beliebte Videos in Südkorea. Gucken wir einfach mal ganz kurz, was es da so gibt. Das sind also quasi gerade die koreanischen Trends. Also, ich glaube, das sind die koreanischen Trends. Ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit dem ersten Video und ich schaue mir das jetzt gemeinsam für euch an. Das ist eine Pepsi-Werbung. Okay, let's freaking go. Ich rieche einfach jetzt schon wieder meinen Copyright Strike, wie ich wahrscheinlich jetzt das komplette Video entmonetarisiert bekomme, aber naja. Ist es ein Video darüber, wie das Pepsi-Logo so aussieht wie das koreanische Logo auf der Flagge? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal extrem interessant und lustig. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Das sind alles irgendwelche Olympia-Videos. Ich bin ja auch zu Olympia hier. Aber das hier sieht extrem interessant aus. Ich möchte gerne wissen, was das ist. 오늘은 어디 특별한 곳이라도 가는 줄 알았어. 아니, 씨발, 진짜. 돈 안 쓰고도 갈 수 있는 곳이 얼마나 많은데. 너 혹시 뇌가 없니? 파스타라도 먹을 줄 알았어, 똘추 새끼야. 미안해. Sind die Windgeräusche mit dem Mund gemacht im Hintergrund? Ist da etwa jemand, der die ganze Zeit... Yo, 그림 좋은데, 같이... Was ist denn das? Ist das eine Synchro? 놀자! Leute, ich habe wirklich mit verstörenden Sachen gerechnet, aber das sprengt gerade den Rahmen. Okay, was passiert hier noch so? Okay, wir haben eine Kampfszene, die mit dem Mund nachsynchronisiert worden ist. Es kann eigentlich echt nicht mehr beschissener werden. Leute, ganz, ich, also die Action, sie packt mich gerade komplett. Ich kann überhaupt nicht mehr, ich kann mich... Oh mein Gott, ist das spannend. Ilona! 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 Nein, nein, nein! Ilona! Nein, tu es nicht, nein! Nein! Oh, 그렇다면 한번 시험해봐야겠군. Oh nein, er hat die mit seinem Finger in den Bauch, in die... Was? Okay, ich wusste nicht, wozu Koreaner fähig sind. Entweder ist der Brustkorb von Koreanern extrem weich oder sie haben extrem kräftige Zeige. Ich glaube, ich verlasse mein Hotelzimmer jetzt einfach nicht mehr. Okay, das war sehr, sehr interessant und verstörend. Genau das, was ich quasi gesucht habe. Hier ist ein kleiner Hund drauf. Das sieht extrem süß aus. Schauen wir mal ganz kurz, was wir hier haben. Sieht aus wie ein Vlogger und da unten haben wir Coin One. Da steht, kauf dir jetzt dieses Handy und gewinne im Leben, du geile Sau. Kann Koreanisch, Leute. Ich habe hier echt eine Menge gelernt. Sieht aus wie ein Vlog oder sowas. Hallo, 강아지 용품을 준비했습니다. 짜잔! Macht er jetzt ein Unboxing für ein Produkt? Ist das jetzt Werbung, die ich mir angucken muss? Ja, ich boge. 이건 생일 선물로 받은 건데. Ich finde die Sprache so unglaublich interessant. Ich wüsste wirklich gerne, was er sagt. Keine Ahnung. Also selbst wenn ich hier die Leute sehe, die sich hier im Hotel unterhalten oder bei den Olympischen Spielen sehe, wie die Leute sich unterhalten. Ich finde die Sprache so geisteskrank interessant. Falls jemand von euch Koreanisch kann, dann... Warte mal, können wir nicht die Untertitel anmachen? Untertitel? Oh! Das ist ja praktisch, YouTube. Ich möchte wissen, was er gesagt hat und er gibt mir koreanische Untertitel aus, die sowieso schon im Video stehen. Danke dafür, toll!
통풍구가 있어서. 오케이, okay, was passiert jetzt hier? 어이구 좋아. Jetzt 어이구 좋아. Badet seinen Hund. Er badet seinen Hund. Er badet seinen Hund. Er badet seinen Hund. Jetzt ist sein Hund in einer Box. Jetzt ist hier ein Pause-Screen mit einem Deadmau5-Minecraft-Emoji. Ich verstehe absolut überhaupt gar nichts mehr. Gut, das ist mir zu verstörend. Ich brauche etwas mit Struktur. Ich brauche etwas mit Sinn dahinter. Ich brauche Red Velvet. Ich glaube, das darf ich nicht angucken. Oder das ist K-Pop. Egal, gucken wir diese Werbung erstmal. Okay, er hat eine Idee. Alles klar. War das gerade eine Werbung für koreanisches Minecraft? Was zum Teufel? Das kann doch nicht sein, dass ich nicht in der Lage bin, wenigstens ansatzweise zu verstehen, für was diese Werbung da ist. Wie unglaublich kompliziert ist das bitte aufgebaut? Normalerweise, wenn man eine Werbung in irgendeinem Land sieht und nicht mal die Sprache spricht, kann man anhand der Bilder zumindest erkennen, um was es geht. Aber ich habe keine Ahnung, was das Produkt ist. Was ist das? Ist das Müsli? Ist das ein Spiel? Was ist das? Was ist das? Eine Gamekarte? Das ist 5 bis 1. Welt des Kindes 5 bis 1 Jahr alt. Was zum Teufel? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist es jetzt Minecraft oder... Ich weiß nicht. Okay, das ist K-Pop. Entschuldigung, ich hab's gerade saugefühlt. Es tut mir echt leid. Ich hoffe, ich krieg dafür keinen Copyright-Strike. Bitte nicht striken, Red Velvet, weil das wäre echt cool. Dankeschön. Das war auf jeden Fall schon gutes Crack. Ich möchte das hier sehen, Leute. Das hier sieht aus wie Minecraft und ich glaube, es ist ein koreanischer Minecraft-Let's Player, oder? Ist das wahr? Oh! I can relate to this shit. Aha, I know this game. Okay, I can relate. Die züchten Hühner. Ich... 제발 나오지 마. 일곱, 여덟. 나오지 마. 아, 세 마리 난데. 나와, 나와야 돼. 아! Wieso hört sie sich an wie in diesen komischen japanischen Filmen mit den Tentakeln? Mangas. Jeder weiß, dass ich Mangas mag. Animes, Entschuldigung. 아, 세 마리. 아, 세 마리 센데. 아, 제발. Das geht 32 Minuten lang. Die züchten 32 Minuten lang Hühner oder was machen? Nee. 역시 계란의 힘인가 쿠데타마다 이게 또 두만이야 Was passiert jetzt? Jumbi. Was ist das? Ist das sind Lucky Blocks. Das sind Lucky Blöcke. Das ist Lucky Block Race. Das ist genau der gleiche Scheiß wie in Deutschland. Das ist genau die gleiche Kacke wie Alphastein macht. Das ist extrem. Seltsam, aber irgendwie deutlich verstörend aufgrund der Stimme und der Fakt, dass die vorher Hühner gezüchtet haben, lässt mich irgendwie nicht los. Ja, so viel auf jeden Fall zu koreanischem Minecraft. Was haben wir hier? Er hat ein neues Auto bekommen, das interessiert mich auf jeden Fall auch. Aha, ist ein BMW, glaube ich. Jetzt fahren die zusammen mit dem Auto rum und reden. Und das hat wie viele Aufrufe? 600.000 Aufrufe. Wieso? Das ist nicht geschnitten. Ab nächster Woche gibt es nur noch Videos von mir, wie ich im Auto rumfahre und mich unterhalte mit Leuten. Ungeschnitten. Und dann will ich auch 600.000 Aufrufe. Ihr Wichser. Okay, was haben wir denn hier noch? Da ist wieder Minecraft. Ich will unbedingt noch eine Folge Minecraft Koreanisch sehen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, episches Intro. Oh, zur Olympiade hat er sich extra ein Intro gemacht. Das ist cool. Das ist geil. Er hat extra zu... Der spielt bestimmt die Olympiade in Minecraft. Das ist cool, Mann. Das ist geil. Das ist eine geile Idee. 아니, 잔디 중에 이 잔디를 그냥 다 뽑아버리나 보다 진짜 이 잔디. Jetzt schlägt der Steinbock den Holzblock und den Erdblock. Bis dato, wie gesagt, immer noch nichts anderes als in Deutschland. Und das ist mal wieder nicht großartig geschnitten. Wieso? Mann, wieso müssen wir denn unser Video schneiden? Hier muss doch noch irgendwas abgedreht. Das sieht sehr interessant aus. Das sieht unglaublich interessant aus, Leute. Das sieht verdammt interessant aus. Fängt schon Schwachsinn nicht an, genau mein Style. Tja, 반갑습니다. 저는 꼭... Ja, Korea ist ein anderes Land, andere Sitten, andere Hände. 뭘 해볼 거냐? 겨울에 가장 많이 나타나는 사람. 크리스마스. Macht ihr das jetzt die ganze Zeit mit seinen Händen?
Ich fühle diesen Typen auf jeden Fall. Und was macht er jetzt? Ist das dumm? Oh mein Gott, was macht er? Mann, wie kann denn ein Land so weird sein? Was ist denn hier los? Der macht mit seinen kleinen Händen. Was ist denn da? Was ist, er baut einen Schneemann oder was? Ich verstehe einfach nichts mehr. Ich verstehe einfach gar nichts. Das ist doch nicht wahr. Moment mal, sein ganzer Kanal ist einfach dieser Typ mit diesem kleinen Plastik. Mann, wieso wohne ich nicht in Südkorea? Das hat einfach 700.000 Aufrufe zum Teufel. Ich will auch in Südkorea wohnen und kleine Plastikhände haben. Ich glaube, das war weird genug, Leute. Keine Ahnung. War's dann jetzt an der Stelle? Ich traue mich jetzt wirklich nicht mehr raus aus dieser Szene, wo der Typ dem anderen Finger im Bauch und dann... Weiß ja nicht. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich gehe jetzt raus zur Olympia und guck mir Sachen an. Ciao!